Willkommen in der Ausstellung From Here to Now and Back Again von Philipp Grötzinger. Der Titel deutet es schon an, es geht um Zukunftsvorstellungen der Vergangenheit. Speziell oder konkret um Utopien und Dystopien aus den 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wir kennen Utopien seit Platon, spätestens seit dem begriffsprägenden Roman von Thomas Morus, Utopia. Das Interessante an Utopien ist, dass sie nicht viel über die Zukunft sagen, denn die kennt keiner, aber sehr viel über die Zeit, in der sie entstanden sind. Zukunftsvorstellungen verändern sich mit der Zeit und während im 19. Jahrhundert waren die meisten Zukunftsvorstellungen noch eher positiv und von Technikgläubigkeit geprägt. Es gab Ausnahmen, Frankenstein von Mary Shelley oder Goethes Faust, besonders Teil 2. Aber im Wesentlichen war es positiv, ganz bekannt natürlich Jules Verne, 80 Tage um die Welt, die Reise um den Mond. Und das änderte sich dann im 20. Jahrhundert, wahrscheinlich spätestens mit den Weltkriegen und allerspätestens mit der Atombombe. Mit der Atombombe war klar, dass Zukunft nicht immer nur positiv ist. Es war klar, dass sie zur Selbstzerstörung des Menschen führen kann. Und es war auch klar, dass der Mensch irreversibel handeln kann. Dinge macht, die er nicht mehr zurücknehmen kann, sondern den Geist aus der Flasche holt. Die 60er, 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts waren auch von Krisen mitgeprägt. Kuba-Krise, Vietnam, die Ermordung der Kennedys, Ermordung Martin Luther Kings, später dann Tschernobyl, der Kalte Krieg. Und es war eine Zeit, wo die Menschen sich künstliche Intelligenz vorstellen konnten und auch Furcht davor hatten. Und das alles spiegelt sich in den Filmen jener Zeit. Ja, dieses Bild ist inspiriert einmal von dem Film Dark Star und auch von dem Versuch der Russen, die größte Bombe aller Zeiten zu bauen. Darkstar geht auch um künstliche Intelligenz, eine Bombe, die denken kann und die wird aus Versehen über die Explosionsfunktion eingeschaltet und die Mannschaft des Raumschiffs versucht dann die Bombe zu überreden, eben nicht zu explodieren. Sie fangen ein philosophisches Gespräch mit ihr an über das Descartesche Cogito Ergo Sum, ich denke, also bin ich. Und die Bombe beschließt dann, darüber nachzudenken, sich nochmal zurückzuziehen, denkt darüber nach und kommt dann zu dem Ergebnis, dass um sie nichts sei, dass nichts ist, dass sie sozusagen erst also eigentlich parallel zum jüdisch-christlichen Schöpfergott explodieren muss, damit die Welt entsteht. Und das tut sie dann auch und alles verglüht. Ja, dieses Bild ist inspiriert von dem Film Westworld. Die Protagonisten fahren da in einen Freizeitpark der Zukunft und haben sie die Möglichkeit, sozusagen in den Wilden Westen zu reisen. Im Wilden Westen da sind Androide, also Roboter, die aussehen wie Menschen und man kann da alles tun, was man im Wilden Westen tat, saufen, sich verprügeln und schießen. Und es ist natürlich so, dass die Androide immer verlieren, das heißt, diese Freizeitbesucher jedes Duell gewinnen. Und dann passiert, was in so einem Film meist passiert, was die Angst natürlich ist, dass man die Technik nicht mehr beherrscht und die Androiden machen sich selbstständig und werden dann selbst zu Mördern und bedrohen die Menschen. Und dieser eine Androide, der sich dann auf einen Rachefeldzug begibt, wird gespielt von Jules Brünner. Und hier sehen wir ihn, ohne Gesicht. Und da weiß das Bild mehr als die Protagonisten des Films, denn er sieht ja ganz im Film ganz normal aus wie ein Mensch, ist aber eine Maschine. Und wahrscheinlich hat sich Philipp Grötzinger daher dafür entschieden, diesen Androiden ohne Gesicht zu malen. Ja, hier sind wir schon beim Ende unseres kleinen Rundgangs angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, Sie mal persönlich in der Galerie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.